Ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Folge von Rift. In der letzten Folge sind wir hier in der Wachtfeste angekommen. Wie ihr sehen könnt, wir haben ja auch noch einiges zu tun, obwohl wir schon recht fleißig die letzte Folge waren. In der Quecksilberakademie können wir hier nämlich schon einige Quests abgeben. Aber wir müssen hier noch, was müssen wir noch sammeln? Robans Knochen und wir müssen die Lieder aufzeichnen von den verschiedenen Türmen. Ich bin schon mal zu einem Turm gelaufen und auf dem Weg dorthin ist mir so ein Grünschuppeneiferer über den Weg gelaufen. Und der hat tatsächlich auch nochmal eine Quest getroppt. Ich muss nur gerade mal schauen. Siglium des Eiferers. Die Eiferer singen eine Hymne auf Grünschuppe, ihren falschen Gott von den hohen Türmen. Bereitet ihrer frevlerischen Anwesenheit ein Ende. Besiegt Grünschuppes Eiferer, welche die höchsten Türme der Wachfeste besetzt halten. Okay, 6 Stück sollen wir da töten. Da drüben ist auch schon einer von diesen Kandidaten. Ich habe ja Ende der letzten Folge so eine Art Teleportationspunkt entdeckt, der uns auch auf einen Turm gebracht hat, aber das scheinen nicht die gleichen Türme zu sein, die wir brauchen für die Quest. Deswegen habe ich mich da auch wieder runter teleportiert. Aber ich glaube, hier mit diesen Kugeln kann man sich auch von Turm zu Turm teleportieren. Das müssen wir aber mal ausprobieren. Auserwählt sind die Hochelfen, ehrwürdig und weise. Okay, das hat wohl geklappt, oder? Jetzt müssten wir das erste schon haben. Ich möchte nur mal gerade ins Questlog schauen bei Die Kraft des Lebens, wo wir diese Knochen herbekommen. Hier unten. Rowans Knochen. Tiliam Bettstrom möchte, dass ihr Lebensmagie-Rückstand von den Elva und Rowans Knochen von Marschall Rowan in der Palisade nördlich von Silberfeld besorgt. Oh, das ist ja ganz woanders. Wahnsinn. Da waren wir eigentlich schon in dieser Palisade. Gut, dann müssen wir da wohl nochmal zurück. Entweder hatte ich die Quest zu dem Zeitpunkt noch nicht oder man wird hier ganz schön rumgeschickt, das weiß ich nicht mehr, aber vermutlich habe ich es einfach vergessen, das mitzumachen. Das glaube ich eher. Gut, das werden wir dann wahrscheinlich nächste Folge machen, weil heute möchte ich doch erstmal gerne hier in der Wachtfeste weitermachen. So, dann machen wir mit den Aufzeichnungen noch weiter. Teleportieren. Hoffen wir mal, dass meine Theorie stimmt und wir jetzt am nächsten Punkt landen, wo wir Aufzeichnungen machen können. Ja, das sieht gut aus. Hoffen wir mal, dass hier auf den Türmen auch genug Eiferer zugegen sind, dass wir da die Quest auch fertig machen können. Oh, da ist noch einer, die nehmen wir natürlich auch mit. Schändlich sind die Kelari, unehrenhaft und kalt. Mein Hauptcharakter ist ja eine Kelari, also das ist auch eine Art Elfe. Die sind allerdings normalerweise bei der Fraktion der Skeptiker, mit denen wir Wächtern ja eigentlich verfeindet sind. Aber in Rift hat man ja die Möglichkeit für Echtgeld sogar die Fraktion zu wechseln und das habe ich auch direkt gemacht, weil ich auf jeden Fall auf der Seite der Wächter spielen wollte, aber ich fand die Rasse der Kelari so cool optisch, deswegen hatte ich mich damals für eine Kelari entschieden, aber eben auf der Wächterseite, das war direkt klar. So, hier sind noch zwei von den Guten und dann haben wir die Quest auch schon fertig, wunderbar. Da war meine Sorge unberechtigt, dass vielleicht hier nichts genug Grünschuppeneiferer da sein könnten. Die halten hier aber auch einiges aus. Stufe 19 sind die. Wir sind Stufe 20 mittlerweile. Schon fast 21. Geht ja sehr, sehr schnell. Auserwählt sind die Zwerge, ausdauernd und optimistisch.
Ja, Zwerge mag ich auch sehr, nicht nur in Rift, sondern auch ganz allgemein. Ist allerdings eine Rasse, die ich sehr, sehr selten spiele. Einfach weil es mir, ja, da schwerfällt, mich damit zu identifizieren. Ich bin zwar auch klein, aber jetzt überhaupt nicht kräftig gebaut, eher so von zierlicher Statur. Und Zwergenfrauen sind ja doch recht breit gebaut immer. Nicht unbedingt dick, aber eben etwas kräftiger gebaut. Aber hier in Rift, muss ich sagen, gefallen mir die Zwergenfrauen auch unglaublich gut. Genauso wie in Dragon Age Origins, kennt ihr sicherlich auch. Da sind die Zwergenfrauen auch sehr, sehr hübsch gestaltet. Aber da ich jemand bin, der sich auch mit seinen Charakteren richtig identifizieren muss, spiele ich eben meistens Charaktere, die ich so gestalten kann, dass sie mir möglichst ähnlich sehen. Einstimmig segnen wir die Auserwählten, die Retter von Tellara. Noch zwei Lieder fehlen uns jetzt. Wow, das ist ja ein wunderschöner Ausblick. Was ist das denn da drüben? Wir blicken in diese Richtung. Gute Frage. Das könnte natürlich schon der Dämmerwald sein, ja? Ja, könnte sein. Wahnsinnig schön, auch hier mit den ganzen kleinen Irrwichten. Sehr schön. Doch, also der Silberwald, vor allen Dingen der Silberwald, fasziniert mich immer wieder aufs Neue hier im Rift. Gerade wenn ich mal wieder, wie zur Zeit, ein Weilchen nicht online war. Jedes Mal wieder von Neuem begeistert. Oh, da steht noch etwas, das habe ich noch gar nicht gesehen. Muss ich mir gleich mal ansehen. Da ist noch eine neue Quest aufgegangen. In Ungnade gefallen sind die Barmi, befleckt durch die Ebenen. Barmi gehören ja auch zu den Skeptikern. Hier, Einführung Gilden, ist eine neue Quest erschienen. Sprecht mit Gilbert Hilberto in Sanctum, um mehr über Gilden herauszufinden. Gilbert Hilberto in Sanctum ist der Gildenmagistrat. Sprecht mit ihm, um mehr darüber herauszufinden, welche Vorzüge die Mitgliedschaft in einer Gilde hat. Wie ihr eine findet und wie ihr eure eigene gründet. Ja, das werden wir dann auch in einer der nächsten Folgen machen. Huch, das ist wieder so eine Einführungsquest. Finde ich sehr, sehr gut gemacht hier in Rift, dass man das so alles nach und nach erklärt bekommt über solche Quests und dann nicht irgendwie im Dunkeln gelassen wird. Ich bin ja hier mit meinem kleinen Let's Play-Charakter in keiner Gilde. Wurde auch noch nie gefragt, was mich ein wenig überwundert. Weil normalerweise wird man hier schon recht schnell gefragt. Zumindest war das mit meinem Hauptcharakter so. Allerdings würde ich auch nicht darauf schwören, dass ich nicht das irgendwie überlesen habe. Weil ihr ja sehen könnt, ich habe ja eigentlich immer das Kampflog aktiv und achte da eigentlich überhaupt nicht drauf, ob ich irgendwie angeschrieben werde, weil ich hier dann immer so konzentriert auf die Quests bin. Schauen wir mal. Auserwählt sind die Mathusianer, standhaft und pflichtbewusst. Ja, die gehören auch zu uns. Das ist ja so die menschliche Rasse hier. Und in Mathusia haben wir ja auch damals gestartet. So. Ach, wir haben alles? Okay, wunderbar. Also das hier, die Kraft des Lebens, dass ich das vergessen habe, ärgert mich ja wirklich. Das ist hier oben. Jetzt bin ich gerade am Überlegen. Hier können wir ja einige Quests abgeben. Das sind aber fast alles Dailies. Und hier die Kraft des Lebens, bin ich mir nicht sicher, ob das auch eine Daily ist. Eigentlich müssten wir die schon mal machen. Schwierig, schwierig. Ich teleportiere mich mal zurück. Jetzt sind wir gleich in Sanctum, unserer Hauptstadt. Jetzt bin ich am Überlegen, ob ich nicht die eine Quest da doch noch machen soll. Nur in der Palisade könnt ihr euch vielleicht erinnern, da waren wir ja vor 2 Folgen circa gewesen. Da waren einige Mobs, da musste man sich richtig durchkämpfen. Und wie mir scheint, ist das ganz da oben, da müssen wir durch die ganze Palisade durch.
Aber eigentlich sollten wir das machen. Hallo. Sonst kriegen wir da vielleicht, verpassen wir da vielleicht eine Folgequest. Oh, und hier müsste man auch noch eine Quest abgeben, direkt an der Wachfeste. Meine Güte. Okay. Wir gehen jetzt erstmal nach Silberfeld, machen noch die eine Quest dort oben in der Palisade und dann geben wir nach und nach alle anderen Quests ab. Ich glaube, das ist am gescheitesten. Kann ich etwas bei jemandem hier verkaufen? Ich könnte natürlich auch so im Shop verkaufen oder bei meinem Veteranenhändler. Aber wenn wir schon mal hier sind, Schurkenausbilder, könnte ich auch einfach einen normalen Händler nehmen. Hier sind auch eigentlich einige da unten, genau. Ich kaufe und verkaufe. Das ist schön, Selma. Ausdauer hinzufügen. Mhm. Bis zum nächsten Mal. Huch, ich würde eigentlich ganz gerne mal auf die Karte schauen. Okay, immer den Weg entlang. Ach ja, die Palisade. Ah, ich war da eigentlich froh, dass ich da draußen war. Hm. Ich müsste mir eigentlich nochmal meine anderen Folgen ansehen. Und schauen, ob ich das wirklich übersehen habe oder ob man da bewusst nochmal zurückgeschickt wird. Das würde mich ja schon interessieren. Schauen wir mal. Das ist ein zauberhafter Wald. Hier oben geht's rein. Das sind so viele Mobs, dass es eine Zeit lang dauert, bis die alle geladen sind. Wow, und der erste hat mich direkt umgehauen. Wahnsinn. Kämpfen hier aber alle. Vielleicht kann ich mich hier einfach durchstehlen. Die sind auch nur Stufe 16. Ich würde eigentlich gerne möglichst schnell in den Bereich kommen, wo ich dann auch hin muss. Habe ich nicht irgendwie auch so was unsichtbar machendes? Das kann man mit Sicherheit nicht im Kampf anwenden. Oh oh. Da ist eine Invasion. Dann sollte ich hier lieber kämpfen, bevor die auch noch auf mich gehen. Wo ist mein Freund Restalan? Bekomme hier nämlich doch einiges abgezogen. Ach, der kämpft da unten. Okay, gegen so unser Tür. Jetzt müssen wir hier mal ein Auge. Ah, obwohl, wenn diese Invasion gerade hier die alle platt macht, dann lassen wir die Invasion einfach mal. Okay, jetzt kommen die in unsere Richtung. Mist. Kommen doch in unsere Richtung, oder? Ja. Greifen mich auch an. Lasst mich mal in Ruhe, Jungs. Ich muss hier nur schnell noch was erledigen. Kümmert euch mal um die anderen Angreifer hier. Hier waren wir gewesen. Soll das hier sein, ja? Ah, ich habe eine Idee, wo das noch sein könnte. Sind die auch schon wieder Stufe 18? Die Invasoren sind aber wieder... Oh, da ist noch jemand. Und noch jemand. Die Invasoren sind aber schon wieder weg. Okay. Ich nehme hier mal einen Schluck von Scottys Gift. Dünntem Gift. Das hilft uns ja auch. So. Ist das hier in diesem Baumstumpf oder geht es dann noch weiter rauf? Ich glaube fast hier geht es noch weiter rauf. Das ist bestimmt da oben in diesem Baum drinne. Weil hier waren wir auch noch nicht.
Puh, gut, dass es hier keinen Fallschaden gibt. Bei der Höhe. Ich glaube, ich sollte hier mal kämpfen. Das sind schon einige, die jetzt hinter mir her sind. Bergbau. Ab Stufe 35 könnte ich zwar trotzdem schon abbauen, aber ich glaube, wir kümmern uns jetzt lieber hier oben um den guten Marschall Rovan. Die Quest muss ich übersehen haben, wirklich. Sowas. Naja, kann passieren. Denn hier oben waren wir definitiv noch nicht. Da hätte ich mich dran erinnern können. Ah. Drüben kann ich auch nochmal Bergbau betreiben. Kupferader. Wow, was für ein Ausblick. Da muss ich gleich nochmal runterschauen. Einige Schergen um sich geschart. Huch, Vardin, der hat sogar einen Namen. Das ist wohl so der persönliche Leibwächter des Marschalls. Der bemerkt das gar nicht, dass wir hier seinen Leibwächter umbringen. Nicht schlecht. Aber soll mir recht sein, dass wir die nicht beide an der Backe haben. Na, Prinz Hilas wird die vernichtende Magie von Grünschuppe entfesseln und ihr könnt nicht das Geringste dagegen tun. Na, da wäre ich aber nicht so sicher. Oh, das Haus Elva soll fallen. Ein Erfolg gemacht. Jetzt muss ich gerade mal schauen. Wo waren hier nochmal die Erfolge, Mensch? Oh, wow, das sieht ja auch klasse aus. Das da drüben dürfte die Wachtfeste sein, also der Questpunkt, wo wir bis vorhin gequestet haben. Sehr, sehr schön. Und da hinten so ein Erdriss. Wo sind denn hier nochmal die Erfolge? Baum Erfolge, genau auf H. Neueste. Dünnt die Reihen der Elver aus. Besiegt die Elver im Silberwald. 150 Elver getötet. Wow. Da waren wir ja richtig fleißig. Schön, schön. Okay, dann haben wir jetzt aber alle Quests hier fertig. Jetzt ist nur das Problem, dass ich gerade keinen Rückruf wirken kann. Dann würde ich fast sagen, wir springen hier einfach runter. Das dürfte der schnellste Weg sein. Dann müssen wir nämlich nicht durch diese ganzen Palisadengänge wieder raus. Sondern sind direkt bei den freundlichen Goblins von nebenan. Nee, nee, da machen wir uns auch mal schnell aus dem Staub. Die haben uns nicht in guter Erinnerung, ja. Und kicken uns auch direkt vom Mount. Sowas hasse ich ja. Auch wenn man hier in Rift ja Glück hat, dass man eigentlich auch wieder aufmounten kann. Aber dann darf man natürlich nicht gerade angegriffen werden. Noch ein neuer Versuch. Na, ja, das hat wenigstens geklappt. Ja, dann sind wir auch bald in der Silberakademie. Das freut mich. Dann können wir in dieser Folge auf jeden Fall dort noch die Quests abgeben. Und vielleicht gehen wir auch wieder da in Richtung Wachtfeste noch die eine Quest bei, wie heißt die gute? Emilien abgeben. Schauen wir mal, ob wir jetzt hier noch Folgequests erhalten. Also wir müssen auf jeden Fall noch in die Wachtfeste zurück. Ich weiß nur nicht mehr wann. Es kann gut sein, dass man da vorher die Gruppenquest machen muss, die ich ja jetzt schon seit einigen Folgen offen habe. Aber an die habe ich mich ja bisher noch nicht so rangetraut. Eben weil es eine Gruppenquest ist, die ist bestimmt schwer. Hier können wir die erste Quest auch abgeben. Bei unserem Freund Professor Bettstroh. Faszinierend. Dieser Lebensmagie-Rückstand dient als Katalysator für eine mächtige Schildmagie.
Es grenzt an ein Wunder, dass ihr die Kreaturen unter dem Einfluss dieses Zaubers besiegen konntet. Oh, Moment, da ist sogar eine Elfengravierung auf einem der Artefakte von Marschall Rovan. Da steht Kongegon. Oh nein, das kann nicht sein. Das hört sich nicht gut an. Die Wacht winkt. Auf dem Artefakt, das ihr in der Palisade sichern konnte, ist der Name Kongegon eingraviert. Er ist ein Aboria-Dämon aus der Ebene des Lebens und wird von einigen unserer ältesten Folianten als einer von Grünschuppes verfluchten Vorboten der Wildnis erwähnt. Bei der Vigilie. Wir müssen schnell handeln. Informiert Brugan Krotte. Das machen wir. Das habe ich euch ja schon vorgelesen. Viel Glück. Jetzt muss ich nur gerade mal schauen. Das waren die Dailies und die waren hier auch überall. Die werde ich natürlich nur einmal mit euch machen. Hallo. Das sind ein paar ausgezeichnete Exemplare der Elfenmanuskripte, Evane. Einige davon stammen sogar noch aus Zeiten des Blutsturms. Ich kann euch gar nicht genug dafür danken, dass ihr sie gerettet habt. Gern geschehen. Und wir sind eine Stufe aufgestiegen. Wo war ich denn gerade da unten genau? Erhöht die maximale Gesundheit eurer Begleiter um 25 und eure Basisgesundheit um 10. Und ich kann ja noch mehr Punkte legen, sehe ich gerade. Verringert den von euch und eurem Begleiter erlittenen Schaden um 1 ist natürlich auch nicht verkehrt. Was haben wir hier? Das ist ein Skill. Erhöht den Schaden von Schnellschuss und Splitterschuss. Das ist natürlich auch klasse. Ach Mist, okay, muss ich erst wieder einer anderen Seele Punkte geben. Was hätten wir denn hier? Angriffskraft, Waffenschaden plus 2. Schaden-Kombo-Punkte erzeugen um 2. Das ist auch beides nicht verkehrt. Kritische Treffer erhöhen, ja. Okay, jetzt bin ich nicht sicher, ob ich hier bei Assassine weiter skillen sollte oder ob ich auch bei Nachtklinge welche legen sollte. Weil ich finde das hier eigentlich nicht schlecht, diese beiden. Ich werde mal brennender Zorn nehmen. Was habe ich unten jetzt bekommen? Flammenschlag. Ach, das ist Nahkampf. Okay. Aber trotzdem. Ich hoffe, das habe ich jetzt gut gemacht. Wenn nicht, kann man ja immer noch ändern. Ich kenne mich, wie gesagt, hier mit Schurke überhaupt nicht aus. Aber bisher, muss ich sagen, komme ich gut zurecht. Von daher. Und mein Augenmerk liegt ja im Let's Play, wie auch im Privatspiel, sowieso auf dem Rollenspiel und den Geschichten. Deswegen kann es gut sein, dass ich hier manchmal Weisheit nicht so effektiv Leben. Schaden mache, wie man es eigentlich könnte. Rohmaterial. Die sind perfekt. Ich werde die anderen Professoren wissen lassen, dass wir den neuen Studenten weiterhin Zauberstabkerne anbieten können. Danke, dass ihr das für mich erledigt habt, Evane. Gern geschehen. Haus im Feld. Das haben wir schon gemacht. Da musste man einen Studenten beschützen, wenn ihr euch erinnern könnt. Der hat so Proben genommen von verschiedenen Pilzen. Das war allerdings nicht auf der Wachfeste, sondern hier in diesem Bereich beim Spiegel der Zeiten. Hier soll ich eigentlich noch eine Quest abgeben können. Ach, gar nicht gesehen. Wahrheit und Wohlstand. Es hat diese Scheusale aus den Ebenen wahrscheinlich vollkommen überrascht, dass sie für euch nicht mehr unsichtbar waren. Ja, da mussten wir ja so unsichtbare Feen umbringen in der letzten Folge. Aber das geschieht ihnen ganz recht. Vielleicht werden sie jetzt ja davor zurückschrecken, uns anzugreifen. Zeigt Stärke. Brugan Krotte. Das ist doch hier sozusagen der Chef. Glaube ich zumindest. Den sollen wir ja jetzt informieren, was wir da gefunden haben. Über diesen Dämon. Ja, genau, du bist das. Hallo. Hallo. Wie bitte? Kongegon, sagt ihr?
Ich kann kaum glauben, was ihr mir da erzählt. Und doch weiß ich, dass es wahr sein muss. Prinz Hilas muss verrückt sein, wenn er sich auf solch mächtige Ebenenmagie eingelassen hat. Aber es würde vieles im Hinblick auf die derzeitigen Aktivitäten der Elfe erklären. Infiltration der Wachfeste. Wir befinden uns jetzt am Scheideweg, denn unsere nächsten Schritte entscheiden über Sieg oder Niederlage. Hilas will mit Hilfe von Kongigon, dem Aboria-Dämon, den er von Twil erhalten hat, die gesamte Zivilisation von Silberwald auslöschen. Wir müssen ihn jetzt aufhalten. Sprecht mit Loras Tivan und bietet ihm eure uneingeschränkte Unterstützung an. Gut. Hatte ich das schon vorgelesen? Gerade mal schauen. Ja, das hatte ich schon vorgelesen, aber ich glaube, warum hat sich Hilas mit Grünschuppe verbündet? Das noch nicht, oder? Ich glaube, das hatte ich noch nicht vorgelesen. Hilas hat sich mit Grünschuppe verbündet, um Macht und Ruhm zu erlangen und um den Kult der Frevler zu zerstören. Doch als Dienst für den Drachen wird sich all das als Torheit erweisen. Die Magie von Grünschuppe wird Telara in einen urzeitlichen Zustand zurückversetzen, in dem alle intelligenten Völker von den Wilden erdrückt werden. Die Vigilie wird uns ja, das wird sie bestimmt. Dann haben wir hier unten noch eine Quest abzugeben und die andere ist recht weit oben, oder? Ah, okay, das ist Emmeline Summers. Sprechen wir auf jeden Fall noch mit Loras. Mit Emily dann am besten in der nächsten Folge. Es ist ja schon wieder eine etwas längere Folge, aber ich habe ja gesagt, solange ich nur so unregelmäßig aufnehmen kann wie im Moment, dürfen die Folgen ein wenig länger gehen. Bei mir dürfen sie sowieso, aber normal versuche ich ja immer so um die 20 Minuten zu machen. Aber ich bin jetzt keiner, wo nach Punkt 20 Minuten sagt, so, jetzt hören wir auf. In Jahren gefertigt, in Sekunden gekauft. Bis zum nächsten Mal. Oh, du hast Heiltränke. Ich führe Qualität. Stufe 5, das ist natürlich, naja, 600 Gesundheit, aber es ist besser als nichts. Solange ich keine anderen habe, werde ich jetzt die mal mit in die Leiste nehmen. Seid gegrüßt. Progan hat mir gesagt, dass er seine besten Leute schicken würde. Und eurem Aussehen nach zu urteilen, hat er nicht gelogen. Wir haben viel zu tun und nur wenig Zeit. Ein brutales Friedensangebot. Wir müssen Prinz Hilas um jeden Preis aufhalten. Dazu werden wir ihn einerseits bekämpfen und ihn andererseits den Frieden anbieten. Hilas gewährt jenen, die sich als würdig gezeigt haben, Audienzen. Wenn ihr ihm den Kopf eines Goblin-Kriegsherrn präsentiert, wird er euch vielleicht anhören. Loras Tivan möchte, dass ihr Folgendes in einer Höhle unter der Wachtfeste an euch nehmt. Kopf von Zungenkauer. Bringt den Gegenstand dann als Friedensangebot zu Vigotpaar in die Wachfeste. Gut, da gehen wir mal wieder auf Goblinjagd. Das ist wahrscheinlich hier dieser Höhleneingang, oder? Hier ist nochmal ein Höhleneingang, aber ich denke, es ist dieses. Aber das können wir dann nächste Folge herausfinden. Dann bedanke ich mich bei euch vielmals fürs Zusehen und ich hoffe, ihr seid auch in der nächsten Folge wieder mit dabei. Macht's gut!